Ja, hallo, liebe Chillventer-Besucher. Ich möchte Sie auch recht herzlich willkommen heißen hier im Forum und für Ihr Interesse bedanken an meiner Präsentation heute. Ich möchte mich auch bedanken bei dem ganzen Chillventer-Team, dass Sie mir erlauben, heute hier eine Präsentation zu halten. Wie Sie sicherlich alle wissen, werden unsere Häuser immer mehr isoliert. Und ich persönlich habe mein Haus vor etwa 10 Jahren gebaut. Ich habe eine Wärmepumpe installiert, eine reversible, kann damit über den Fußboden heizen und auch kühlen. Habe noch einen zusätzlichen Ventilator-Konvektor unter das Dach eingebracht, damit ich da aktiv kühlen kann. Und habe dazu eine Wohnraumlüftung gebaut, extra. Funktioniert alles super, aber nach 3, 4 Jahren habe ich festgestellt, es wird immer trockener und es wird trockene Luft, ich habe trockene rissige Lippen und so weiter. Und habe mir dann Gedanken gemacht, warum ist denn das so? Und habe dann die Feuchtigkeit im Winter gemessen und hatte im Raum nur noch 23% Feuchtigkeit. Und das ist natürlich sehr schlecht. Habe mir Gedanken gemacht und habe noch ein Gerät eingebaut, einen Dampfbefeuchter. Also mittlerweile 4 Geräte in meinem Haus. Und bin halt überlegen, habe mir Gedanken gemacht, kann man das nicht alles besser machen im einen Gerät? Und das möchte ich Ihnen heute etwas näher bringen. Ich möchte mich gerne erst nochmal persönlich vorstellen. Mein Name ist Arne Müller. Ich bin von der Firma Carell. Wir sind Regelungs- und Komponentenhersteller für die Klima- und Lüftungsbranche. Und das Thema meiner Präsentation ist heute die hocheffiziente Wohnraumlüftung mit aktiver Wärmerückgewinnung. Oder vielleicht einfacher ausgedrückt, eine Wärmepumpe in dem Wohnraumlüftungssystem. Einen kurzen Überblick, wie meine Präsentation aufgebaut ist. Ich möchte gerne erstmal näher bringen, wie denn der Markt der Wohnraumlüftung aussieht, was die Marktdaten sind in Europa und in Deutschland. Im zweiten Bereich möchte ich Ihnen vorstellen, was gibt es für Lösungen aktuell in dem Markt und dann auf die neuen Lösungen eingehen und auch Ihnen im dritten Teil näher bringen, was denn die Hauptverbesserungen an den neuen Lösungen sind und zum Schluss noch eine kurze Zusammenfassung. Zu den Marktdaten im ersten ist eine Aufstellung der EWIA, das ist die Association von Brüssel, die Ventilation Association. Die hat mal die Daten erfasst und die Prognose für die nächsten Jahre gebracht. Man sieht so in etwa ab 2005 wurde das Thema Lüftung immer mehr im Haushalt eingebracht und in den letzten Jahren sehr stark. Im Jahr 2015 wurden ca. 600.000 Wohnraumlüftungsgeräte in Europa verkauft und es ist immer noch ein sehr stark wachsender Markt. Durch neue Vorschriften aus der EU wie EPBD, Energy Performance of Building Directive, hilft dem Ganzen noch weiter voran. Was sagt die aus? Die sagt aus, von im Jahr 2020 sollen alle neue Gebäude Nearly Zero Energy Buildings sein und so eigentlich komplett isoliert. Wenn ein Haus komplett isoliert, kommt keine Luft mehr rein, dann muss ich irgendwas machen und darum muss man sich da weiter rein integrieren. Und somit habe ich keinen Luftwechsel mehr, also ich brauche eine Wohnraumlüftung und brauche irgendwas dazu. Und warum dann nicht gleich ein effizientes System einzubringen? Hier nochmal kurz auf die Daten in Deutschland zu gehen. In Deutschland werden ca. 40.000 Zentralgeräte verkauft im Bereich von kleiner 500 Kubikmeter. Entspricht so Wohnflächen von 120 bis 150 Quadratmeter. Dann gibt es 6.000 Geräte im Markt 2014, mittlerweile vielleicht schon etwas mehr, mit der Integration der Wärmepumpe. Aber ich denke, es ist schon viel mehr im Markt, weil viele haben halt eine Wärmepumpe und ein Lüftungsgerät, wie ich auch. Aber das Thema ist, wie kombiniert und integriert man das besser. Dann gibt es dezentrale Geräte, das sind Einzelgeräte, die in die Räume eingebracht werden. Da machen ein Loch in die Wand und das macht eine Wärmerückgewinnung, sehr einfache Geräte. Dann für größere Mehrfamilienhäuser sind immer 20.000 verkauft worden in 2014. Der Trend ist auch hier in Deutschland sehr positiv und man sieht eine sehr starke Weiterentwicklung. Jetzt zu den Lösungen in dem Familienhaus. Die Kunststück ist halt, die ganzen Komponenten zusammenzubringen. Darum habe ich hier gemacht, füge die Teile zusammen. Wie sieht es im Bestand aus oder auch bei mir zu Hause? Ich habe eine Wärmepumpe im Keller stehen. Ich habe dazu eine zentrale Wohnraumlüftung. Ich habe da noch zusätzlichen Dampfbefeuchter, den stelle ich jetzt hier nicht da, installiert. Und habe auch irgendwo noch einen Tank für mein Warmwasser, Brauchwasser, damit ich auch schön warm duschen kann. Hier jetzt ein Beispiel, was wir zusammen mit der Firma System Air entwickelt haben, mit unseren Komponenten drin. Hier habe ich jetzt ein Gerät, wo jetzt hier der Pointer ist, das ist das Gerät, das nutzt die Luft, die Außenluft, wärmt die vor und bringt die in den Räumen. Die saugt aus den warmen Bereichen, aus Küche und Bad, die Wärme ab und wir heizen dann so die Außenluft vor und kann das noch nachheizen mit der Wärmepumpe. Da gehen wir jetzt gleich nochmal viel tiefer drauf ein. Somit kann ich heizen, kühlen, lüften und warm Wasser mit einem Gerät machen und brauche nicht mehr mehrere Geräte.
hier so ein Gerät mal im Aufbau, dass man sieht, wie das modular aufgebaut ist. Hier hat man im oberen Teil das Lüftungssystem, im mittleren Teil ein Wärmepumpenmodul und im unteren Teil das Modul für Warmwasserbereitung und die Regelung. Jetzt nochmal ein bisschen tiefer reingeht, das ist jetzt das fertige Gerät. Hier hat man oben das Modul mit dem Rotationswärmetauscher. Der macht schon eine gewisse feuchte Rückgewinnung. Da kommen wir noch später und noch eine aktive Befeuchtung mit dem Befeuchter dahinter, dass ich ein optimales Raumklima hat. Hier drüber über die Lüftungskanäle beheizt und kühle ich dann den Raum. Des Weiteren habe ich eine modulierende Wärmepumpe drin, also eine Inverter-gesteuerte Wärmepumpe, die sich dem Gebäudebedarf sehr genau anpasst und auch sehr flexibel arbeiten kann. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Brauchwasserbereitung brauche, kann ich da eine hohe Drehzahl fahren, kann so sehr schnell mein Brauchwasser erwärmen. Und das Ganze dann moduliert, zusammengebracht mit dem Wassertank von 150 Liter, haben Sie ein kompaktes Gerät. Was sind jetzt die Unterschiede oder Hauptverbesserungen an so einem Gerät? Das ist einmal die aktive Wärmerückgewinnung, das Thema Befeuchtung, Kühlung und auch die zentrale Regelung, dass man alles zusammen steuert. Im ersten Teil aktive Wärmerückgewinnung geht es eigentlich um das Wärmepumpenmodul. Hier mal aufgezeigt, wie das in etwa funktioniert. Hat jetzt von außen, die Außenluft kommt rein, wird über den Kreuzstrom-Wärmetauscher vorgeteilt. Man saugt die Luft ab aus der Küche und aus dem Bad und bringt sie dann wieder in die Wohn- und Schlafräume ein. Hier jetzt mal in der Maschine dargestellt, in dem Gerät. Hier kommt praktisch die Luft aus dem Gebäude heraus, wird genutzt, um die frische Luft vorzuheizen. Ich heize danach mit dem Wärmepumpenmodul und die kalte Luft kommt raus. Hier habe ich ein Wärmemodul, der Wärmetauscher wäre noch optimaler platziert hier, weil ich dann hier noch eine wärmere Wärmequelle hätte. Hier ist der Kompressor und das elektronische Expansionsventil nochmal dargestellt. Das Ganze kann man auch ein Kompaktgerät jetzt ohne Warmwasser machen. Das ist dann so ein Gerät nur rein mit Lüftung, Heizen und Kühlen, wenn man das Warmwasser irgendwie extra machen will oder nicht benötigt. Entschuldigung. Was ist der Vorteil an den modulierenden Verdichter in den Anlagen? Hier habe ich halt den Vorteil, dass die ständig mitregeln und diese Gleichstrom-Inverter-Kompressoren besonders im Teillast sehr stark sind. Und im Teillast bewegen wir uns eigentlich über 90% im Jahr und da brauchen wir die beste Effizienz und diese Kompressor, wir hier an der Kennliege, die haben im Teillast halt die beste Effizienz und mit Optimierung der Wärmetauscher kann man hier durch die Modulation und Anpassung an das Gebäude die optimalen Energiewerte erreichen, um eine sehr effiziente Anlage zu haben. Wir haben die verschiedenen Kompressortechniken mal nur aufzeigen. Früher hat man viel on-off, heute ist, glaube ich, Inverter schon relativ oft zu sehen. Hier habe ich halt, bei 100% ist es sehr gut, aber in den Teillast gehe, durch die Ein- und Ausschalteffekte wird die Anlage halt uneffizienter. Und dann wurde das alles schon etwas verbessert über die Jahre mit dem elektronischen Expansionsventil. Statt ein thermostatisch, was schon kontinuierlich mitarbeitet, sich der Außentemperatur und den Temperaturbedingungen anpasst. Aber ich hatte immer noch einen On-Off-Kompressor, wurde das alles schon besser. Dann gab es eine Digital-Scroll-Technologie, die wurde dann nochmal einen Schritt besser. Und heute sind wir bei der Inverter-Technik, die im Teillastbetrieb, wie man hier sieht, noch einiges besser die Effizienz darstellt. Wir sagen, das steigert die Anlagen energieeffizient, gerade im Teillastbetrieb zwischen 10% und 35% gegen eine on-off getriebene Wärmepumpe. Jetzt zum nächsten Teil, Befeuchtung, Ultraschallbefeuchtung, gehe ich näher darauf ein. Befeuchtung, denke ich, ist ein sehr wichtiges Thema, weil sich da wenige mit auseinandersetzen, aber ich will es mal näher vorstellen. Warum brauchen wir überhaupt Befeuchtung in den Räumen? Weil wir einen optimalen Komfort haben wollen und gerade die Probleme mit der Luft im Winter minimieren wollen, also gesundheitliche Probleme, trockene Haut, trockene Nasen heben wollen, blutige Nasen, also jede Menge. Ein anderer Vorteil ist, wenn ich befeuchte, kann ich auch meine Einrichtung schützen, das Holz schützen vor Rissbildung und Verwerfungen. Oder jeder spricht über die grüne Welt, sage ich immer, über unsere Luftqualität machen wir uns keine Gedanken und ich glaube, so will keiner irgendwann mal wohnen möchten. Hier ein Beispiel von einem Hausarzt, Hausmediziner aus der Schweiz, dem Dr. Hugentobler, der hat sich mit dem Thema sehr intensiv auseinandergesetzt. Der sagt, ja, aktuell haben wir effektive Feuchte in den Gebäuden, geringer 40%, also sehr wenig. Optimale Feuchte sollte 40% bis 60%, er sagt sogar über 45% liegen. Das kriegt man ohne aktive Befeuchtung leider nicht hin. Und da sieht man, hier hat man sehr viel Viren in dem Bereich, Atemweginfektionen, Allergien, Ozonbelastung ist halt sehr hoch,
gerade in der Winterzeit, und damit sollte man sich auseinandersetzen, weil wir wollen ja alle gesund bleiben. Hier nochmal ein bisschen näher drauf eingegangen, was der Arzt jetzt gesagt hat, bin jetzt kein Fachmann davon, aber man muss einfach zu erklären, er sagt, er hat über 45% Feuchtigkeit, werden die Salze, die werden mit Flüssigkeit gebunden und dadurch bleiben die Erreger, die aus der Lunge rauskommen, inaktiv. Und die Feuchte zu weit absinkt, dann kristallisieren die Salze aus und die werden praktisch konserviert. Und somit haben wir die Bakterien in der Luft und die sterben nicht ab, sondern bleiben aktiv. Und somit verteilen sich halt Krankheiten schneller. Das ist nochmal näher nachgestellt, das ist so ein Aerosol, wenn es rauskommt aus der Lunge, die Lunge hat annähernd 100% Feuchtigkeit, wenn ich jetzt über 45 Grad habe, ist das immer noch inaktiv in der Salzlösung und damit kein Problem, wird sehr schnell abgestorben, aber wenn ich unterhalb von 45 kristallisieren die Kristalle aus und somit habe ich ein gesundheitliches Problem. Aber wir haben natürlich auch eine Lösung für die ganze Geschichte, das ist so ein kompakter Ultraschallbefeuchter, sowas kann man integrieren in so eine Anlage, das arbeitet mit einer Membrantechnik, die sehr hoch vibriert und somit feine Partikel herauslöst aus dem Wasser und so einen sehr feinen Dampf einbringt. Kleiner 5 Mikrometer und beim sehr geringen Energieverbrauch von 100 Watt. Ich habe Ihnen auch ein kleines Video mitgebracht. Mal gucken, ob das jetzt hier funktioniert. Hier sieht man jetzt so ein Gerät, wie das ist praktisch der Dampf hier in der Mitte. Und das sieht das sehr fein, es wird sehr schnell von der Luft aufgenommen. Und hier so eine einfache kleine Dampflanze, die kann ich ins Gerät integrieren und kann das so sehr gut integrieren in meine Anlage. Ich hoffe, Sie können das ganz gut erkennen. Wenn ich Glück habe. Im nächsten Teil, das sieht man halt mal den Vergleich zwischen Dampfbefeuchter, ich koche Wasser und bringe das in die Luft herein, das ist dann so ein Gerät, das habe ich zu Hause bei mir installiert. Hier habe ich halt das Problem, ich habe einen relativ hohen Energiebedarf, weil ich das Wasser kochen muss und brauche da pro 1 Kilogramm oder 1 Liter Wasser 750 Watt Energie, die ich da reinstecken muss. Wenn ich das mit einer Ultraschalltechnik reinbringe, brauche ich nur 130 Watt Energie, damit ist das viel effizienter. Wenn wir die Geräte hier sehen, das ist ein so großes Gerät, was ich an die Wand bringen muss. Und jetzt die Ultraschalltechnik, das ist so groß wie eine DIN A4 Seite, kann ich also viel besser auch integrieren in mein Haus oder in meine Anlage. Hier ist auch ein schönes Beispiel mit einer Klimatruhe, wo man so einen kleinen Fancoil integrieren kann und das sowas auch da nutzen kann. Wir haben das Ganze auch mal verglichen, von den Technikern mal aufzeichnen lassen. Hier ein Vergleich zwischen der adiabatischen, also dem Ultraschallsystem und einem Dampfsystem. Wir sind jetzt hier für die Betriebszeit des Winters ausgegangen von 2160 Stunden. Bei variablen Stromkosten von 25 Cent dürfte so in etwa der deutsche Preis sein. Und gegenübergestellt mit einem Dampfsystem, um mal die Verbrauchskosten im Jahr mal hochzurechnen. Da sind wir rausgekommen, die Verbrauchskosten bei so einem Gerät liegen im Jahr 84 Euro und beim Dampfsystem liegen sie bei 413 Euro, also Sie können da gegenüber 300 Euro Energiekosten sparen. Des Weiteren sind die Fixkosten annähernd gleich und wenn Sie es direkt im Gerät integrieren, wird es sogar noch günstiger. Ein anderer Vorteil ist, wenn ich keinen Dampf nutze, sondern nur Wasser reindrücke, ich kann das mal hier am kleinen Beispiel mal vorführen, ich einfach nur Wasser sprühe, wenn Sie sich vorstellen, im Sommer stehen Sie so an so einem Springbrunnen, dann haben Sie einen Kühlungseffekt. Und somit können Sie diese Ultraschalltechnik auch im Sommer wieder nutzen und können im Sommer mit der Ultraschalltechnik Ihr Haus kühlen. Wir haben jetzt gerade Tests gemacht gemeinsam mit dem Wärmetauscherhersteller der Firma RecAir. Das funktioniert ganz gut. Man macht das dann über die Abluft und über den Wärmetauscher und kann so sehr gut auch im Sommer einen Kühleffekt nutzen, ohne dass ich die Wärmepumpe nutze, also energieeffizient kühlen. Wenn es nicht ausreicht, habe ich auch die Wärmepumpe drin, die kann ich umschalten auf Kühlmodus und kann so auch mein Haus mit kühlen mit so einer Anlage. Des Weiteren, wenn ich natürlich alles in einem Gerät habe, muss ich das miteinander verknüpfen, muss die Regelungen zusammenbringen. Daher volle Integration. Ein Regelungskonzept haben wir hierzu erstellt. Das ist praktisch der Hauptregler, mittlerweile ein sehr kompakter Regler, weil er alles über Bustechnologie miteinander verbinden kann. Hier haben wir den Feldbus zum Beispiel, wo ich die ganzen Verbraucher aufschalten kann, den EC-Ventilator, die Ansteuerung für den Kompressor, den Ultraschallbefeuchter. Somit haben Sie die Möglichkeit, von allen Verbrauchern in der Anlage auch die Stromwerte zu erfassen und direkt zu sehen und können so sehr auch genau sehen, wie effizient Ihre Anlage läuft, können Jahresarbeitszahl COP direkt ermitteln.
Weiterer Vorteil ist an so einer Bustechnologie, ich kriege auch Rückmeldung, ob der Ventilator noch volle Drehzahl läuft, kann ich zum Beispiel erkennen, meine Filter werden langsam dicht und ich muss irgendwann einen Filterwechsel machen. Heutzutage sagt der Anlagenbauer meistens 12 Monate, läuft die Zeit ab, dann ringen sie einen Alarm, sie sollen einen Filter wechseln. Ob der Filter jetzt dreckig ist oder nicht, interessiert den Mann nicht. Aber hier können Sie jetzt das wirklich feststellen, haben Sie Druckverlust, Filterwechsel, dass es auch dann erfolgt, wenn es notwendig ist. Des Weiteren haben Sie hier die Möglichkeit, das Ganze über Internet, über Ethernet an ein Cloud-System anzubinden. Somit können Sie das auch mit Ihrem Smartphone, Tablet von überall auf der Welt bedienen oder können auch Servicetechniker aufschalten, dass die einen Service proaktiv gestalten können. Es gibt natürlich verschiedene Bedieneinheiten für die Anlage. Da kann man bei uns wählen oder auch Anbindungen an Überwachungssystemen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel im Mehrfamilienhaus bin, kann ich dann mehrere Anlagen miteinander verschalten, um das Ganze optimal zu regeln und effizient zu machen. Die ganze Kältekreissteuerung für die Invertertechnik haben wir schon vorentwickelt. Hier ist ein elektronischer Expansionstreiber, ist schon drin. Die Ansteuerung für den Inverter haben wir hier. Somit ist die ganze kompakte Regelung schon fertig und Sie können das sehr leicht nutzen und einsetzen. Wir als Carell sehen uns zwar als Regelungshersteller, wir gucken nicht mehr auf die Anlagenhersteller, sondern auf die Endanwendung der Kunden, unserer Kunden, zum Beispiel der Wärmepumpenkunden. Der Kunde ist im Haushalt tätig, residential. Was kann ich noch verbinden? Wir haben Lüftungsanlagenhersteller, wie kann ich Kommunikation und Anlagen verbinden und haben Komponenten entwickelt, um das ganze Gebäude zu managen, ob das die Fußbodenheizung ist, die Heizzentrale, jetzt eine Außeneinheit, die einzelnen Räume befeuchten und solche Geschichten, also komplette Anbieter für Lösungen zu sein und somit unsere Kunden und Partner zu unterstützen. Somit bin ich auch schon wieder am Ende meines Vortrags angelangt. Eine kurze Zusammenfassung. Im ersten Teil ging es darum, über die Marktdaten, also der Wohnraumlüftung ist ein sehr stark wachsender Markt, der wird auch in Zukunft sehr stark weiter wachsen und wir denken gerade die Kombination, bessere Integration mit anderen Technik kann dem noch weiter vorantreiben. Und wenn man dann solche neuartige Geräte baut mit Wärmepumpen, Lüftung, Heißwasserbereitung, alles kombiniert, kann man durch die Synergien der Anlagen, durch neue Technik wie Gleichstrom- und Invertertechnik die Anlagen noch viel effizienter gestalten und das Ganze optimal fürs Haus gestalten. Das weitere Thema ist die Gesundheit für uns alle, sehr wichtig, darum ist das Thema Befeuchtung, ich denke, es ist noch nicht so wichtig im Vordergrund, aber Befeuchtung wird immer mehr ein Thema werden, weil unsere Häuser einfach zu trocken im Winter sind und wir brauchen da aktive Befeuchtung. Wir bieten hier eine Ultraschallbefeuchtung an, das könnte eine Lösung sein, aber das sollte man sich mit auseinandersetzen. Hier habe ich halt den Vorteil noch, auch im Sommer damit kühlen zu können. Und zum Schluss braucht man natürlich einen zentralen Regler, der die ganzen Technologien integriert und die Regelung möglichst smart und effizient macht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, begrüßen wir sehr gerne auf unseren Stand in Halle 5, 306 und 308. Und sind genug Kollegen da. Gerne können Sie auch jetzt noch Fragen an mich stellen. Und ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Messetag. Sie machen das, oder wie?